Wir hatten heute hier wieder das Flensburger Gespräch, diesmal zum Thema Krisenvorsorge und Katastrophenschutz. Wir hatten zwei ganz tolle Referenten, einmal Sabine Sütterlin-Waag, unsere Innenministerin, und Thomas de Maizière, unser ehemaliger Bundesinnenminister. Und wir haben hier über zwei Stunden mit einem sehr intellektuell hochwertigen Publikum, also die tolle Fragen gestellt haben, die wunderbar mitdiskutiert haben, viele dieser Bereiche angeschnitten und diskutiert, haben über die langen Linien der Politik gesprochen, haben darüber gesprochen, wie man die Krisen zukünftig besser managen könnte. Frau Wenzel ist ein Flensburger Mädchen, sie ist hier groß geworden, sie hat ihr Herz und ihre Familie hier. Aber gleichzeitig ist sie in Berlin erfahren, sie hat ein großes Netzwerk, sie spricht viele Sprachen, sie war im Ausland, sie kennt viele Themen. Das ist eine Frau, die die Menschen mitnimmt, mit Herzerwärmung, mit Emotionen und trotzdem mit einem klaren Verstand. Also eine bessere Vorbereitung für das Mandat kann man sich nicht wünschen und eine bessere Landtagsabgeordnete auch nicht. Deswegen. Sie tun etwas Gutes, auch für sich, wenn Sie Uta Wenzel in den Landtag von Schleswig-Holstein wählen. Ja, ich freue mich, dass wir uns hier heute Abend kennengelernt haben. Wir haben heute über Katastrophenschutz, über Bevölkerungsschutz hier gesprochen. Und wir haben sehr interessante Einblicke auch von Herrn de Maizière bekommen, der ja auch Bundesinnenminister war und natürlich das aus der Sicht des Bundes sieht. Ich habe versucht, die Landessicht ein bisschen hinzukriegen. Und ich glaube, wir müssen uns noch besser vernetzen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz des heutigen Abends, dass wir in der Krise auch wirklich wissen, wer wann was zu tun hat. Das ist so die Quintessenz. Heute wurden hier viele wichtige Themen angesprochen, also unter anderem zum Beispiel eine zivile Reserve. Das heißt, dass wir auch die Bevölkerung, die ist jetzt sensibilisiert, sich weiter und mehr einbringt, dass wir Strukturen schaffen, dass wir halt Vorsorge schaffen, dass wir auch Bevorratung schaffen, dass wir die Kapazitäten erhöhen, dass wir aber auch unseren Katastrophenschutz personell und finanziell auf bessere Beine stellen und vor allen Dingen Bund und Länder besser koordinieren. Und dazu gehört auch, dass man im Fall einer Krise Strukturen schaffen muss, dass man schnell und zügig handeln kann. Und da müssen wir auch gucken, dass wir im Bund eine Verantwortlichkeit schaffen, gemeinsam mit Bund und Ländern, aber dass halt auch im Krisenfall ein Krisenstab zusammentreten kann und dann schnell reagieren kann. Denn unsere Demokratie ist toll, unsere Demokratie ist wehrhaft, aber oft langsam, was wichtig ist bei vielen Prozessen. Aber in der Krise kommt es darauf an, schnell zu reagieren. Und da brauchen wir halt Strukturen, mit denen das gelingt. Und heute haben wir einen tollen Eindruck bekommen, wie das Ganze aussehen könnte und wie viele gute Ideen es da schon zu gibt. Und das finde ich spannend, das nehmen wir alle heute mit. Und ich glaube, es war eine Bereicherung für alle, die hier waren. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich nochmal bei unseren beiden tollen Referenten und bei allen Gästen für die wunderbaren Fragen und für die tollen Inputs und diese spannende Diskussion. Herzlichen Dank.